Willkommen zurück zu einem weiteren Part Cyberpunk 2077, dem DLC Phantom Liberty. Dann wollen wir mal uns mit Songbird übertreffen. Ach komm, haltet die Klappe. Ich treffe mich mit jemandem. Lasst mich einfach dran vorbei, ja? Dankeschön. Lieb von euch. Danke, danke, danke. Wie duftet... Egal. Ich weiß schon, wie sie herkommen will. Also, wie? Ah, so. Da wären wir. Du und ich. Ah, ja. Face to face. Mehr oder weniger. Irgendwas sagt mir, wir sind nicht zufällig hier. Du hast recht. Ich wollte dir was zeigen. Bedeutet mir viel. Und hilft dir vielleicht, ein paar Dinge zu verstehen. Na, dann zeig. Und es ist ein Vertrauensbeweis. Ah, ja. Komm mal mit. Ich bin hinter dir. Ich folg dir. Ja. Was ist so besonders an diesem Ort? Ich habe zwei Blocks weiter gewohnt, als ich hier in NC im Einsatz war. Ah. Nach Sonnenuntergang wird es hier voll. Die Leute schmeißen den Grill an, trinken ein paar Bier und unterhalten sich einfach. Mhm. Manchmal kam ich abends hier vorbei. Alles hier hat für mich Bedeutung. Erinnert mich an Brooklyn. Da komme ich her. Erzähl mir doch davon, von Brooklyn. Ich weiß noch, diese Nacht vor meinem Angriff auf die Militech-Datenfestung. Ich sitze draußen auf der Feuertreppe, rauche einen Joint. Unten auf der Straße steigt eine Party. Freudiges Schreien, Gelächter. Von irgendwoher dröhnt Funk. Ich höre Willys Stimme. Der verkauft die besten Scop Dogs der Stadt. Macht sich über seinen Schuhen lustig. Irgendwo brennt ein Lagerfeuer. Es ist sicher. Vertraut. Die hatten wohl was zu feiern, ha? Ja. Donnerstag. Ja, ein vertrautes Gefühl. Hast du auch einen Ort, der dir am Herzen liegt? Kein Ort. War immer unterwegs. Aber die Leute, das war mein Zuhause. Wärst du jetzt lieber dort? Man kann die Uhr nicht zurückdrehen, wie. Wenn man merkt, dass man was verloren hat, ist es immer schon zu spät. Ja. Zeit, ins Hier und Jetzt zurückzukehren. Gib mir die. Songbird, sei ehrlich zu mir, okay? Ich habe Hansen geholfen, Myers in die Falle zu locken. Im Austausch für die Neuralmatrix. Ich sollte das Flugzeug runterholen und Myers abliefern. Aber abschießen und umbringen, das gehörte nicht zum Deal. Du hast sie verraten. Nicht nur sie. Da lief gar nichts nach Plan. Ein Riesenhaufen Scheiße. Du hast Myers gesamte Crew in den Tod geschickt. Beinahe sogar Myers selbst. Das Flugzeug sollte landen, mehr nicht. Ich hatte keine Ahnung, dass er es abschießt. War so ein Psychopath? Keine gute Entschuldigung. Schon klar. Ich weiß. Wie war denn dein Plan? Du rettest Myers, während ich die KI-Matrix sichere. Dann fliehen wir, bevor Kurt irgendwas merkt. Ah, das war ja ein guter Plan. Hansen hat die Bedingungen unseres Deals geändert. Er weiß, sie wollen ihn wegen des Anschlags belangen. Also will er seinen Arsch retten. Was er nicht weiß, ist, was noch im Cineshore Mainframe steckt. Er hofft auf Daten, die er als Druckmittel gegen die Inusa nutzen kann. Mhm. Behauptet, die wären mein Ticket in die Freiheit. Aber ich weiß, sobald er sie hat, wird er mich liquidieren.
Ja, kommt hin. Ich hab's versaut, wie ich weiß. Aber ich hatte keine Wahl. Sicher? Ich verstehe immer noch nicht, warum. Gab's keinen anderen Weg? Wenn ja, wäre ich nie so weit gegangen. Tja. Für Myers, die NUSA, bin ich nur eine von vielen Waffen. Ein Werkzeug, um hinter die Black Wall zu kommen. Ich weiß, was hinter der Black Wall ist. Da wartet alt auf uns! Waffen und Werkzeug haben nie eine Wahl. Und setzen sich nie zur Ruhe. Das kommt mir leider bekannt vor. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich denke, dass mich niemand besser versteht als du, Bea. Ja. Außer dir kann ich niemandem vertrauen. Okay. Bleibt die Frage, denkst du nach allem, was du gehört hast, noch genauso über mich? Ich habe das Gefühl, dass du das erste Mal ehrlich zu mir bist. Ja, und mir gegenüber auch. Na dann. Oh. Ich muss hier weg. Von Kurt, den NUSA, von Reed, von allem. Night City ist nur ein Boxenstopp auf deinem Fluchtweg. Das war von Anfang an der Plan, oder? Ja. Aber alles wurde komplizierter. Chaotisch. Dafür ist Night City bekannt. Ich hätte nie gedacht, dass meine FIA-Rooms damit reingezogen werden. Oder dass Kurt mich einsperrt. Tja. Ich bin auf der Flucht, Vi. Ich will hier weg. Und dafür brauche ich dich. Weil du, naja, mich verstehst. Okay, falls ich dir glaube. Was hast du vor? Wir ziehen die Mission durch, holen uns die Neuralmatrix und verschwinden, solange Reed und Alex mit Hansen beschäftigt sind. Und was dann? Du hilfst mir aus der Stadt. Ich habe einen Deal mit einer geheimen Klinik. Weit, weit weg von Night City. Die Ripper dort können mit Hilfe der Matrix und eines Algorithmus einen Prototyp für unser Heilmittel erschaffen. Für die Tests brauchen sie mich vor Ort. Sobald es soweit ist, gebe ich dir Bescheid. Das sind eine Menge Files. Alles. Ich fühle mich plötzlich viel leichter. Jetzt muss ich bloß wissen, hilfst du mir, weil du mich verstehst? Oder weil ich dir das Leben retten kann? Weil ich dich verstehe und dir glaube. Weiß, wie es ist, verzweifelt um sein Leben zu kämpfen. Es gibt einem eine neue Perspektive. Viele. Viele neue Perspektiven. Ich denke, das war alles. Du solltest Reed anrufen. Sag ihm, wir sind bereit für das Treffen mit Hansen. Sumi hat mich kontaktiert. Es gibt Neuigkeiten. Dann lass hören. Also erstens, wir haben das okay. Unser VIP ist für uns bereit. Das höre ich gern. Was noch? Songbird hat sich mir anvertraut. Ein paar Dinge verraten. Es sieht übel aus. Richtig übel. Diese Tech ist ihre einzige Hoffnung. Verstehe ich. Also müssen wir uns erst recht auf die Mission konzentrieren und das Heilmittel besorgen. Aber Reed, was Sumi gesagt hat, wir müssen reden. Ich weiß. Machen wir nachher. Nicht am Holo. Wir brauchen dieses Tracking-System. Also, an die Arbeit. Sag mir sofort Bescheid, wenn du den Verschlüsselungscode aus dem System hast. Na dann.
Warum auch nicht? Lasst ihr mich da ran oder greift ihr mich wieder an? So, erstmal nochmal auf die Karte. Nee, sieht alles noch aus wie vorher, ne? Gut. Dann einmal durch. Schauen wir das mal uns mal von näherem an. Ach, da vorne. Einmal noch mal um die Ecke. Machen wir das doch so. Das letzte Mal war das auf einem Dach. Diesmal vielleicht auch. Ach, Mensch. Suchst du hier. Was? Ja. Hier findest du es nicht. Also zieh laut. Halt die Schnauze. Funktioniert nicht. Geht nicht? So ein Ärger. Willst du einen Tipp? Ich sag dir, wie du ihn wieder hinkriegst, wenn du willst. Ah ja. Alte Leute brauchen mit so Zeug manchmal Hilfe. Also, du musst ihn erst ausschalten und wieder einschalten. Wow, hey, was für ein Klugscheißer. Ich sag dir, wo du den Einschalter suchen kannst für 1000 Ads. Abgemacht? Okay, die Addys gehören dir. Nova, guter Deal. Also, super. Wo ist der Schalter? Weiß nicht. Irgendwo hier. Hab dir ja gesagt, ich sag dir, wo du suchen kannst, nicht wo er ist. Ach ja. Wir spielen warm-kalt, okay? Wenn du dich ihm näherst, sag ich wärmer. Lass uns beginnen. Du kapierst es schon. Ach ja. Warum habe ich gedacht, es könnte einfach werden? Wärmer! Fast heiß! Wärmer! Fast heiß! Heiß! Wärmer. Super heiß! Was für eine Scheiße! Mein Midi! Nein! Ausgerechnet an der Stelle! Scheiß Stromausfall! Ja! Geil! Es geht weiter, Baby! Jetzt hast du die Wahl! Yo, yo, yo! Denk nicht mal dran, hier drauf zu gehen! Ich will keine Leiche! Halt die Schnauze! So fühlt sich bestimmt ein Hirnschlag an. Ja, so viel Zeit bleibt uns wohl nicht mehr. Ah ja. Verschlüsselungscode ist angekommen. Gute Arbeit. Damit kann ich Aurore und Aymeric aufspüren. Sobald sie in der Nähe von Doctown sind, wissen wir auch davon. Es kann losgehen, das Signal vom Tracker läuft. Ich brauche ein paar Stunden, ich melde mich dann. Okay, dann kämen wir zumindest schon mal zurück nach Doctown. Ach da. Ich wollte gerade sagen, hier war doch irgendwo... Das Gedöns zum Schnellreisen. Nü. Kehren wir zumindest schon mal nach Doctown zurück. So, einmal hier ins Apartment. Na komm.
Hey, wie? Jetzt, wo du diese nervige Sache mit den Empfängern erledigt hast. Magst du im Sommer vorbeikommen? Einfach mal durchatmen und entspannen. Die Flasche ist schon geöffnet. Eine ganz besondere für dich, für ganz besondere Anlässe. Was meinst du? Das Schwierigste an jeder Mission ist das Warten. Okay, ja klar. Warum nicht? Oh, ja, natürlich. Ich bin sofort da. Dauert nur ein paar Sekündchen. Und wagst du ja nicht, die Flasche vor mir zu leeren. Hier spricht Kurt Hansen. Ah. Oh. Der schon wieder. Kann die nur mit seiner Stimme jeden Tag leben? Eine gewisse Präsidentin ist sicher in Washington angekommen. Ich würde ja meinen Besten. Hey, da bist du ja. Jupp. Hab schon mal angefangen. Für die Nerven. Oh, ja. Danke für die Einladung. Schön, dich zu sehen, Alex. Das ist lieb von dir. Mein Glas steht sogar noch da. Ich hab dir geschrieben, weil ich mit jemandem reden wollte. Jemandem außerhalb der Firma. Aber auch kein Fremder. Ich wollte einfach mal die Mission vergessen. Mir mal nicht Gedanken darüber machen müssen, jemand anderes zu sein. Verstehst du? Klar. Okay, worüber willst du reden? Naja, ich habe jetzt keine Agenda vorbereitet. Ich will einfach mal kurz ein normaler Mensch sein. Ja, ich bin kein normaler Mensch. Und zwar ich selbst. Einfach bloß Alex. Okay. Ja, das klingt gar nicht schlecht. Einfach die Söldnerin aus Night City hinter mir lassen. Genau. Also, wer bist du überhaupt? Gute Frage. Bei dem Scheiß, der in meinem Leben gerade los ist? Echt gute Frage. Auf die ich noch keine Antwort habe. Sag mal, denkst du manchmal darüber nach, wer du jetzt wärst, wenn dein Leben anders gelaufen wäre? Vielleicht wäre ich noch unterwegs mit meiner Familie. Ah, Nomaden. Ja, die Beckers sind wahrscheinlich gerade irgendwo im mittleren Westen, verdienen bei der Maisernte ein paar müde Eddies. Und abends lange Gespräche bei einem Bier. Sollen wir nicht doch der Snake Nation beitreten? Der endlose Himmel. Oder der Gestank von Chutu in einem dreckigen Motel. Das auch. Auf deine Gesundheit. Na, wir werden alle verlieren. Okay, jetzt du. Wer wärst du anstelle einer Geheimagentin und Tarnkünstlerin? Schauspielerin. Oh, das kam flott. Ich wollte immer mal mein Gesicht auf einem Plakat sehen. Und ich liebe Musicals. Oh. Echt jetzt? Bin halt altmodisch. Also ja, ich wäre ein Braindance-Star. Hast du eine Traumrolle? Wäre doch eine gute Frage. Norma Desmond, Sunset Boulevard. Das sagt dir bestimmt nichts, oder? Kein blassen Schimmer. Wundert mich nicht. Ist ein uralter Film. Ich habe eine Schwäche für tragische Figuren. Und ich sehe mich selbst in ihr. Wir wussten beide nicht, wann es vorbei ist. Auf unsere Träume. Ohne wird man nur wahnsinnig. Das kannst du laut sagen. Oh, ich liebe diesen Song. Okay. It's never what it seems when it's all I'm ever missing. And it feels as though I'm waiting.
Na komm. Ja klar, warum nicht? Wenn die Welt schon den Bach runtergeht. Du machst das nicht oft, oder? Nein, eher nicht. Ist das so offensichtlich? Na, ich meinte nicht das Tanzen, aber vergiss es. Chill. Nein, auch nicht. White people dancing. Yay. Eieieiei. Oh, schöner Song. Ich mag ihn auch. Bestimmt sehe ich dich bald auf BD-Plakaten. Keine Frage. Erst der Ruhestand. Na dann. Ciao. Hab gar nicht gemerkt, dass wir alleine sind. Bis bald, Vee. Bis bald. Okay. Warten wir mal ein paar Stunden. Hey, ich habe den Code von Karen Exotics. Gute Arbeit. Okay. Wie? Eine Sache noch. Du brauchst neues Chrom. Ein Implantat für die Verhaltensmodelle. Mhm. Ich schicke dir eine Klinikadresse. Man erwartet dich schon. Oh, sag ja. dem Ripper dort, du weißt von ihrer Sammlung über den Vereinigungskrieg. Dann weiß sie, ich schick dich. Okay. Na stimmt, wir müssen ja so aussehen wie die, ne? Und irgendwie müssen wir das ja hinkriegen. Naja. Hier spricht Kurt Hansen. Wenn du das hier hörst, bist du am richtigen Ort. Oder auch nicht. Nicht in Dogtown. Steuern? Wer braucht denn Steuern? In Dogtown sorge ich. Ich denke die ganze Zeit über unser Gespräch nach. Fühlt sich an wie ein Déjà-vu. Du hast eine Erinnerung in mir erweckt, die schon ganz verblasst war und die jetzt wieder, die ich jetzt wieder genießen kann. Was für eine Erinnerung. Ein anderes Gespräch, das ich damals, das ich mal mit einem guten Freund hatte. Ehrlich, echt keine Hintergedanken. Nach all den Jahren bei der Agency, wo man jedes Wort und jede Geste und jedes Zucken hinterfragt, wo ich mich immer meine Schulter schauen musste, kannst du dir vorstellen, wie sich das anfühlt? Irgendwie schon. Das dachte ich mir schon. Ich sehe, in dir sehe ich, was ich schon seit einer Weile im Spiegel sehe, ein gefangenes Tier, das trotzdem nicht die Hoffnung auf Freiheit aufgibt. Ein weiterer Grund, weshalb wir zwei zusammenhalten müssen. Ja, vielleicht, vielleicht. Aber dafür steht noch ein langer Weg an. Hallo? Hallo? Bist du Farida? Ja. Hier ist geschlossen. Tja. Ich hab da was von Interesse für dich. Bezweifle ich. Hab gehört, du sammelst Zeug aus dem Vereinigungskrieg. Mhm. Dann komm rein. Sorry, dass ich so abweisend war. Alles gut. Seit einem gewissen Flugzeugabsturz musste ich viel vorsichtiger sein. Ja. Hey. Wie? Schön, dich zu sehen. Ja. Ha.
bist du meinetwegen hier. Die Lage verändert sich ständig. Ich dachte, wir sollten reden. Okay. Ich bin wegen Somi hier. Ja. Ich habe stundenlang versucht, alles zu kapieren, mich in ihre Lage zu versetzen. Hm? Ich wollte wissen, wie viel sie durchgemacht haben muss, um Hochverrat zu begehen. Du stützt deine Erwartungen auf die, die du mal kanntest, nicht die, die sie jetzt ist. Der gemeinsame Nenner bleibt. Ja? Sie ist gefangen. Und nicht erst jetzt, sondern seit Monaten. Eigentlich seit Jahren. Stimmt. Das geht auf Meyers Kappe. Miese Verliererin. Drückt sich vor Verantwortung. Songbird, die Black Wall. Dreckige Tricks für den eigenen Vorteil. Ach. Wundert mich nicht, dass Somi keinem traut. Obwohl, vielleicht dir. Ihre Gefängniszelle wartet schon auf sie. Und das weiß Somi ganz genau. Das Wichtigste ist, dass wir sie retten werden. Nur das zählt. Ist das wirklich eine Rettung? Meyers braucht sie lebend, okay. Aber ich glaube kaum, dass sie den Anschlag einfach vergessen wird. Meyers vergibt ihr vielleicht nicht, aber ich schon. Du bist ein FIA-Agent. Aber willst Songbird helfen, dass sie nach Hause kommt? Ja, nach Hause. Aber wo das ist, wird sich noch zeigen. Okay. Wir befreien sie aus Hansons Klauen und was dann? Dann bringen wir sie an einen sicheren Ort. Stellen ein paar Fragen. Einigen uns. Hm. Sobald ich meine Antworten habe, helfe ich ihr zu verschwinden. Sodass sie niemand findet. Nicht mal Meyers. Sagen wir mal, ich glaub dir. Wie sieht dein Plan aus? Na? Ich habe Kontakte in Europa. Wir finden die beste Klinik, die euch zwei wieder zusammenflickt. Sobald wir dieses Heilmittel in den Händen haben. Aber zuerst muss ich Somi helfen. Ich befürchte, sie weiß überhaupt nicht, was sie tut. Du vertraust ihr nicht. Natürlich nicht. Ich vertraue dem Dreck von jenseits der Black Wall nicht. Oder der dazugehörigen Paranoia. Beides spielt eine Rolle. Oh, Cunningham wäre jetzt ganz doll verletzt. Sie hat einen anderen Plan. Da bin ich mir sicher. Somi hat mir was anvertraut. Sie war nicht ganz ehrlich. Sie will hier weg. Verschwinden. Und zwar direkt, nachdem wir Hansen erledigt haben. Sie will abhauen und Night City verlassen. Ich danke Vi für die Offenheit. Hm? Das bedeutet mir viel. Ich weiß. Ich hab was für dich. Kommt von unseren besten Leuten in DC. Ah ja. Eisbrecher. Eine Silberkugel gegen jeden gut geschützten Hacker. Farida integriert ihn während der OP in dein System. Ah ja. Damit wird Somi innerhalb einer Minute bewusstlos. Wir können keine Risiken eingehen. Und wenn sie aufwacht, wird sie wieder zu Hause sein. Okay, wie benutze ich den? Schmeiß ihn an, wenn ihr beide mit dem Mainframe verbunden seid. Dann stehen Somis Türen weit offen. Mhm. So viele Entscheidungen. Hoffentlich liegst du richtig. Das hoffe ich auch. Glaub mir. Konzentrieren wir uns darauf, euch das Leben zu retten. Geredet wird später. Das habe ich mir fast gedacht. Ich muss dann mal los. Ich überlasse dich Faridas fähigen Händen. Okay. Ruf mich an, wenn du fertig bist. Klar. Je früher wir anfangen, desto schneller sind wir fertig. Okay, legen wir los. Arsch, Stuhl. Okay, die Betäubung ist unterwegs. Keine Sorge, das ist das gute Zeug. Entspann dich. Ein Implantat zur ID-Modifikation ist zwar eine komplizierte Tech, aber die Prozedur ist recht einfach.
Ich hab noch nie von so einer Tech gehört. Klingt irgendwie nach Sci-Fi. Ist das ein FAE-Prototyp? Stammt von einem ehemaligen Militech-Forschungsprojekt. So was hat Militech aufgegeben? Vielleicht war es was Inoffizielles. Streng geheim. Keiner durfte davon wissen. Ah ja. Politik. Okay, die Betäubung ist unterwegs. Na dann. Au. Warum habe ich eigentlich mir Mühe gegeben beim Charaktermodell? Na gut, wir haben ein paar Stunden im Hauptspiel damit verbracht, aber. Ne? Na? Wie sehe ich aus? Sag schon. Wie viele Finger halte ich hoch? Ach du Arsch! Hey, wie schön dich zu sehen. Mhm. Du willst irgendwas von mir? Was? Ja, reden. Hab sonst grad niemanden. Nur dich. Also, wie fühlt es sich an, eine Verräterin zu sein? Ich tue alles, um zu überleben. Das solltest du doch verstehen. Oh, Scheiße. Du redest sogar schon wie die. Nur mit anderen Worten. So ist der Job. Das ist alternativlos. Für eine gute Sache. Ich habe nie gesagt, dass das eine gute Sache ist. Oh Mann, das ist genau der Grund, warum ich den Dienst quittiert habe. Ach komm, Johnny. Aber jetzt mal im Ernst. Du bist in einer beschissenen Situation. Nein. Hey, du hast eine Knarre in der Hand. Setz sie wie man den Schädel. Drück ab. Ah ja. Der Meisterspion und die Agentin auf Abwägen. Tragödie, Komödie, beides. Meinst du, einer von den beiden verarscht mich? Beide? Nein, die sagen beide die Wahrheit. Ich meine, die Details kennen wir vielleicht nicht, aber ihre Ziele sind offensichtlich. Überleben, das ist ihr Nonplusultra. Außerdem ist sie eine tickende Zeitbombe. Eine von der Sorte, die ständig Fehler macht, ohne zu ahnen, welcher sie zündet. Und Reed? Wir sind uns zu ähnlich. Wenn ich nicht aus der Armee weg wäre, wäre ich auch ein Reed geworden. Leben und sterben für unsere Prinzipien. Ah ja. Das ist die Tragödie, wie. Alle guten Absichten verlangen ihre Opfer. Vergiss das bloß nicht, wenn du vor der verfickten, überwucherten Neuralmatrix stehst. Reed oder Songbird? Was würdest du an meiner Stelle tun, Johnny? Ich bin an deiner Stelle, bei jeder deiner dämlichen Entscheidung. Ich muss mir deinen ganzen Müll mit ansehen. Aber ganz ehrlich, wie, jetzt mal ohne Scheiß. Ich weiß es nicht. Keinen blassen Schimmer. Ach. Also würdest du genau den gleichen Müll machen. Fertig. Das Verwandlungsimplantat ist online. Jetzt brauchst du nur noch ein Verhaltensmodell. Okay. Und tu mir einen Gefallen. Sag mir nicht, wofür du das brauchst. Okay. Danke für alles. Sicher. Okay. Let's go. Kann ich die Tür schließen? Nein, schon wieder nicht. Aber vielleicht geht die auch von alleine zu. Hey, die OP ist durch. Wie? Hoffe, dir geht's gut nach Faridas Prozedur. Wir müssen jetzt die Netrunner abfangen und ersetzen. Mhm. Gibt nur ein Problem. Unser Zugang zu Charon Exotics wurde gekappt. Die haben uns wohl entdeckt. Was? Echt? Also haben wir sie verloren?
Nicht ganz. Sie waren zuletzt im Stadtzentrum und fahren jetzt hierher. Such dir einen Aussichtspunkt beim Eingang nach Dogtown. Dann kannst du die Runner tracken, wenn sie zum Treffen fahren. Mhm. Okay, wie ist es soweit? Jetzt geht es um alles. Aber ich bin bei dir, okay? Ich gehe nirgendwo hin. Okay, ich weiß, wir schaffen das schon. Genau, und denk dran, nicht zu viel nachdenken, nicht zögern, sonst machst du dich nur selbst fertig. Wir sehen uns bald. Ja, ich mach mich schon selber fertig, keine Sorge. Juhu! Okay, woanders spielen. Sollten wir nochmal speichern? Vielleicht gar keine schlechte Idee. Okay. Na dann. Okay, melde dich bei mir, sobald du Sichtkontakt hast. Scanne die Fahrzeuge in der Nähe. Eins davon muss es sein. Keine Spur von ihrem Auto. Da ist ein Konvoi. Hansons Leute. Aber ich bezweifle, dass die Runner eine Eskorte bekommen. Ich halt weiter Ausschau. Wahrscheinlich extra Unterstützung fürs Stadion. Hm. Ziele noch nicht gesichtet. Ja. Nichts bisher. Keine Spur von ihrem Auto. Hier blockiert ein verschrotteter Cortes die Straße. Gibt einen Stau. Stinknormales Auto. Das sind sie garantiert nicht. Dann warten wir weiter. Klingt fair? Finde ich auch. Das wäre alles. Zwei Motorradfahrer. Die werden nicht spontan von 4 auf 2 Räder umgestiegen sein. Das ist nicht ihr Stil. Such weiter. Ja, ja. Wenn ihr meint. Sind sie. Keine Frage. Ich kann beide Runner sehen. Hast du das Signal? Na? Ja, sie werden uns nicht mehr entkommen. Gute Arbeit. Ist noch zu früh für das Treffen. Wir halten irgendwo an, um Zeit totzuschlagen. Ja. Hui. Okay, sie stehen und sind aus dem Auto raus. Mhm. Sie gehen zu einem Club. Wie? Du kannst jetzt zum Auto. Die Luft ist rein. Wo ist das Auto? Ach Gottchen, hier um die Ecke? Sehr weit sind wir ja nicht gekommen. Naja. Na egal. Ich habe jetzt erst bemerkt, dass wir uns nie umgezogen haben, obwohl ich das eigentlich vorhatte. Bist du in Position? Da wären wir. Scheiße, geiler Wagen. Nicht gaffen, sondern handeln. Ja. Läuft wie geschmiert. Huch, schon wieder der Timer.
ob die... Okay, aber ich würde sagen, speichern werde ich wahrscheinlich nicht können. Ja, aber trotzdem werden wir den Part beenden, weil der Timer gerade geklingelt hat. Wir sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye. Guten Morgen, Night City. Das Ergebnis der gestrigen Leichenlotterie eine solide 30. 10 davon aus Haywood. Geht doch nichts über Gangkriege. Dazu ein toter Polizist. Also seid ihr alle sowas von im Arsch. Sowas nimmt das NCPD persönlich. Während in Santo Domingo an euch Stromausfall herrscht, Netrunner zerballern mal wieder wie üblich das Stromnetz. In Westbrook kratzt Traumateam unterdessen die Überreste von Cyberpsycho-Opfern vom Asphalt. Und in Pacifica, naja, Pacifica ist eben Pacifica. So viel erst einmal von mir, eurem Stan. Genießt euren Tag in der Stadt der Träume!